Hey, meine Rabauken, ihr erinnert euch bestimmt, wir waren mal in einem Kindergarten eingesperrt mit einem bösen Monster und konnten gerade so überleben. Heute gibt es Teil 2 nach Monaten der Entwicklung. Sarah ist unsere Kindergärtnerin. Hallo allerseits, ihr seid endlich angekommen. Das erste Storyspiel, was übersetzt wurde. Dankeschön. Ja, mit dabei ist übrigens auch Hallo, ich bin auch im Kindergarten. Ich muss dabei. Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, Sie alle in der neuen Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Okay, man würde jetzt natürlich so einem Kindergartenkind nicht Sie sagen. Aber gehen wir hinein, Alter. Es ist kalt hier draußen. Oh, gut übersetzt bisher, ne? Wieso ist der schon drin? Direkt auf die stille Treppe und eine Backpfeife geben. Oh, hallo? Hey, ich kann gar nicht rein, Alter. Was ist denn hier los? Okay. Es lässt uns jetzt rein. Vergesst nicht, eine positive Bewertung abzugeben, wenn euch das Video gefällt. So, was ist denn jetzt? Also, wir haben noch Freizeit. Oha, die sieht viel geiler aus als die letzte, wo wir waren. Ein Aquarium. Aber die Tische gab es auch beim letzten Mal. Ich gehe erstmal dick kacken. Lol. Nee, man kann nicht auf die Toiletten, die sind zugesperrt. Jo. Das ist ja Folter. Ist das mein Haus? Gestern wurde eine Tagespflege von einem großen... Tagespflege? Achso, da sind wir. Hey, das sind wir. Siehst du, bist du drauf oder bin ich da bei dir? Da bist du, im Schlafanzug. Ja. Das ist ein Monster. Oh, mein Schlafanzug sieht cool aus. Dass die Kinder es geschafft haben zu entkommen, aber das Monster ist immer noch auf der Strecke. Ah, das ist die erste Episode. Guck mal, das ist die andere Map auch. Das ist die erste Episode, die wir überlebt haben. Aha. Okay. Aber er hat jetzt Minions, die ihm helfen, um zu fighten, Alter. Da klappt Ivo direkt vom Schreibtisch runter. Ivo steht nämlich auf dem Schreibtisch schon. Ja, da habe ich Angst bekommen. Wenn sie das Monster sehen, melden sie es sofort der Polizei. Bro, wenn ich das Monster sehe, dann sprinte ich aber erstmal übel schnell weg. Hä, ich rufe die Polizei erstmal. Okay, alle. Sarah? Sarah, du hast doch wieder Scheiße gebaut, Sarah. Du hättest alle Türen mal lieber... Strom ist weg. Strom ist du hättest mal lieber alle Türen zumachen sollen, Alter. Alter, ich habe so Angst bekommen, weil das Bild sich bewegt hat, aber da steht einer und schüttelt die ganze Zeit. Wie schießt es alles? Wir werden sterben. Nein, chill, wir werden nicht sterben. Wir haben die erste Episode überlebt. Wir werden auch die zweite überleben. Aber ich glaube, die zweite ist schwieriger. Wow, hier ist, glaube ich, ein guter Trick. Guter Hack. Hört das jemand? Das Einzige, was ich höre, ist Kitty Kita, die nonstop das Bild wackelt, Alter. Und die andere auch, und Kitty Laura, oder wie? Ja! Oh mein Gott. Oh, oh! Das sieht viel heftiger aus als beim letzten Mal. Oh mein Gott. Können wir uns dem anschließen? Oh mein Gott, sein Monster. Ich will nicht mehr. Beste Übersetzung. Sein Monster. Oh, der sprintet jetzt gleich rein. Oh nein, es ist... Er ist weg. Oh nein. Punkt. Was sagt Ebo? Piu. Piu. Er ist weg, endlich. Ja, wahrscheinlich wird der auch nicht wiederkommen, oder? Nee, er ist weg. Oh mein Gott. Ah, meine Augen. Oh nein. Da. Ach, das teleportiert sich, stimmt. Oh nein, das ist da. Es ist überall. Es teleportiert sich. Oh mein Gott, es kommen mehrere, Ben. Das Monster hatte fast einen. Ich gehe aufs Aquarium. Ebo, ich bin das Monster. Was? Ja. Also? Aber man teleportiert sich immer so nervig. Man kann die voll gar nicht angreifen, die Leute. Ich habe 2 gekillt. Oh. Ich bin das Monster. Ben, bitte kill mich nicht. Wir arbeiten noch zusammen. Ja, Gott. Ich spawne so Minions. OP, jo. Alter. Nein, hier ist ein Minion. Dr. Auge, du bist dran, Alter. Nein, ich habe mich teleportiert wieder. Teleportieren ist so gefühlt voll, das macht es schwerer. Ja? Gut. Ja, weil ich rennst so den hin und dann werde ich aber wegteleportiert. Alter, ich bin einfach dran. Mann, immer wenn ich damit teleportiert, jetzt, was ist das für ein Arschloch? Der ist gelb schon. Komm, meine Minions. Ja, rennt ihm doch hinterher, seid ihr Dullis. Oh, Gott. Wieder teleportiert. Das ist gar nicht so leicht, das Monster zu sein. Ich sehe euch außerdem hier. Was soll das? Oh mein Gott. Da ist noch einer. Oh, der ist gelb. Rot. Teleportiert, Mann. Minions, jetzt reiß doch mal was. Oh mein Gott. Oh nein, vorbei. Ah, ich habe den einen. Oh, ich meine, ich war gar nicht das Monster. Ich bin wieder da. Hallo. Hi. Hey, mein Apfel ist weg. Ein Apfel? Sarah saved das Monster. Hier, Ben, willst du eine Cola? Okay. Oh, aber Kitty Laura hat einen... Ach, bestimmt hat dem... Ah, deswegen hat die hier nonstop gewackelt. Ein Schokoriegel ist hier drin. Den kann man mampfen zum HP heilen. Also ich habe voll, weil ich weiß, ich war nicht das Monster. Aber, ja. Hör, kann man hier hoch? Oh, Kitty hat was Nächstes gefunden. Deswegen haben die so an den Bildern gewackelt. Die kennen das schon. Alter. Was ist hier? Hier ist irgendein Spiel. Hier muss man was machen. Verstehe ich nicht. Was? Oh, hier, was ist das? Ben? Oh, der macht jetzt irgendwas am Strom. Ben, bist du das nicht? Was machst du da? Nein, ich mach nichts. Dein Kopf brennt. Ist nicht mein Kopf.
Mein ich Kopf chill brennt. Im Bett. Ja. Oh, ich habe 5 Coins verdient. Wie viel hast du? Ich habe 24, Alter. Ich habe 30. Hä? Ja. Was keine Ahnung, jetzt? Was ich gemacht habe, aber... Was ist denn jetzt plötzlich her? Ich habe Coins eingesammelt. Also da lagen ein paar Coins rum. Oh, nein, es ist Zeit zum Frühstück. Lecker. Oh, jetzt ist... Oh, der war aber hier drin. Hat sich hier drin jetzt was verändert? Hier ist ein Pirat. Es sieht gleich aus, aber weiß ich nicht. Hey, ist ein neuer Typ, oder was? Also, da stand der Pirat schon die ganze Zeit und der hatte was in der Hand, was ich gerade ja, ein Holzschwert, habe. Das habe ich gerade genannt. Ah, es gibt nur dreimal das gleiche. Oh, Pancakes, das hätte ich Bock drauf, ja. Da kann ich es auch nehmen. Was haben wir heute? Ich glaub, wir haben dreimal Pancakes, haben wir. Die würde ich jetzt sehr gerne essen. Mit Ahornsirup. Lecker. Okay, irgendwas passiert mit dem Licht. Oh mein Gott, das Monster ist zurück. Ich glaube, halt for real. Weg hier! Hast du ganz vergessen, ich bin ja das Monster. Oh, die wollen alle hoch. Ja, die sind aber die beiden Profis, also das gehe ich auch wieder rein. Hä, hey, was passiert? Einfach was auf passiert? Der Straße, während Autos vorbeifahren, juckt niemand. Das sind Minions. Oh nein. Aussehen? Hä? Ah nee, look wahrscheinlich. Guck! Jetzt glaubt uns Sarah auch, dass die Monster echt sind. Ich höre Fußschritte. Ja, hier wackelt auch alles, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Was sind das für Fußschritte? Ich komme vor allem aus dem Fahrstuhl nicht mehr raus. Ja. Keine Ahnung, was hier los ist. Was ist das Monster? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Ja, besser okay. Ist auch. Müssen wir mal die, fall mal die Etage hoch, Alter. Nee. Sarah, komm. Lauf zum Fahrstuhl und dich oben zu verstecken. Mach Sarah kommt angesprint. Sarah soll nicht mitkommen. Ey! Das Sarah ist auch eine Nette, glaube ich. Hallo? Ja, dann fahr jetzt mal zwei Etagen, drück da mal, ihr Luschen. Ja, locker kommt das Monster. Oh, oh. Oh, hier, ich bin's nämlich gar nicht. Was? Oh mein Gott. OMG. Es ist das Monster. Es sieht aber echt heftig aus. Ja. Glühende Hörner. Hallo? Oh. Ich bin nach oben. Ich glaube. Mach das. Hä, das war doch das, was in dem einen Raum war. Ja, das ist irgendein Zauber. Jo, das hat er glühende Hände. Was macht der? Was ist dein Plan? Alter, ein schwarzes Loch oder so. Ich geh mal hinter Sarah. Loch. Sarah kann sich opfern. Ja. Was ist das, Alter, hä? Können wir jetzt langsam mal hoch? Oh. Macht das Schaden? Ja, mal lieber zu hier, die Tür. Oh, er hat den Fahrstuhl kaputt gemacht. Wir fahren nach unten in die Hölle oder so jetzt. Wir fahren nach unten safe. Oh mein Der hat den Fahrstuhl umgekehrt oder so. Wir fahren jetzt irgendwo anders hin. Oh nein. Und wir fahren nach oben und können einfach weiterschauen. Nein, safe. Ich guck dir jetzt mal, wo wir jetzt sind, Alter. Alter. Ist alles in Ordnung? Wahrscheinlich ist alles in Ordnung, Alter. Wir sind hier in einer ganz, ganz komischen Parallelwelt. Eine Secret Base. Ey, wir sind noch zu viert, ne? Fünft. Hinter mir ist noch eine. Fünft, okay. Jetzt auch nicht gerafft. Ich war auch eine Zeit lang noch im Aufzug. Dieser Ort ist so kreativ. Wahrscheinlich ist kreativ das, was einem dazu einfällt. Ja, ich würde eher sagen, das ist sehr angsteinflößend, aber okay. Wir sind in einem Minenschacht gefallen, Ebro. Wir müssen nach oben. Ich weiß ja nicht, was der Minenschacht jetzt zu tun hat. Ich habe mir Kopf gestoßen. Junge. An dem Licht. Der Minenschacht war ja nur einen Meter lang. Was die ist andere denn? Steht da. Komm mal mit. Komm bitte mit. Hä, wo steht die? Die, komm mal, jetzt ist sie da. Die ist da stehen geblieben vorhin. Okay. Ah, muss das kaputt hauen. Let's go, Alter. Kaputt schlagen, die Kacke. Ich weiß ja nicht, was der Minenschacht jetzt zu tun hat mit diesem komischen Parallelwelt, wo wir vorher waren, aber wir müssen etwas finden, um diese Bretter zu bringen. Muss man was anderes nehmen? Anscheinend. Finde etwas, um die Bretter zu brechen. Ah, da, wo deswegen die war. Deswegen war die hier die ganze Zeit. Eine Spitzhacke. Ich hab die Spitzhacke, aber bloß mal eine Spitzhacke für. Sind wir ja Minecraft oder was? Abbauen, ihr Mist. Aha. Ah, mein Kopf. Ab in die Lore, Alter. Ciao, kein Bock auf euch. Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Mach ich will als kaputt. Erstes rein. Ich will nicht, dass das Monster kommt. Alter! Was ist denn das für ein Bug? Die sind einfach ein Bus geworden. Die Junge, die sind übelst ineinander verbuggt. Ja. Was geht denn ab, ey? Egal, Junge, komm her, die rückt mir nicht so nah auf die Pelle, ey. Wow, das war eine nice Höhle. Okay, let's go. Cool. Achterbahn, Abfahrt. Ich mach Ego-Perspektive. Hattest du das unter deinem Kindergarten auch, Ben? Damals? Was, so eine Bahn? Nee. Ja. Nicht? Ah, wir sind da. Abfahrt! So. Oh. Wo ist Sarah? Oh nein, locker müssen wir am Ende wieder irgendwas fragen mit Sarah oder so. Ob wir Sarah dass wir über irgendwelche Leben wieder entscheiden müssen. Das Monster retten oder Sarah retten oder irgendwas. Das ist auch immer so. Und, was würdest du eher machen? Keine Ahnung, Sarah retten. Jetzt den
glaube ich, letzten Tunnel hoch und am Ende haben wir nochmal einen Jump'n'Run nach oben. Hä? Was jetzt? Wieder ein unsichtbarer Mann, Leute, man kennt's. Hier ist ein Jump'n'Run, Mann. Okay. Ja, das wird jetzt schwierig, Alter. In Lava fällst bist du halt natürlich tot. Ja. Unser Steine einziger stimmt. Ausweg. Ja, Laura, das hast du richtig erkannt. Let's go. Der Ausgang ist dort oben. Oh, oh, hier bricht alles ein. Ja, ich würde ja gern schnell. Dann hört mal auf zu labern und los. Hier, er macht die Wand weg. Oh. Was hat sie denn für eine Sprunganimation? Hörst du das der... auch, wie sie springt? Oh ja, voll der Endsound. Nein, das ist die... Bro, das ist die Zeit, Tuduli. Ich hab's geschafft. Aber es war auch eigentlich so leicht. Also da müsste man auch wirklich ganz scheiße sein. Hey, was ist fehlt? Oh nee. Ich denke, jetzt muss jemand fehlt. Sag mal, Evo, 1, 2, 3, 4, 5. So wie der Finger. Kitty Laura hat Angst. Warum? Die ist voll der Profi. Die hat das schon fünfmal gerockt hier wahrscheinlich. Ja. Wir sollten diesem Weg folgen. Ja, würde ich gern, Bro. Aber hier ist eine Wand. Ist das so schlau? Er wird uns sicherlich irgendwo hinführen. Ja, ja irgendwo gut, das ist klar. Also jeder Weg führt irgendwo hin. Siehst du die Falle? Rechts, links, sorry. Oh ja, das ist eine Bärenfalle. Da ist aber immer möglich. Oh nein. Oh nein, Regen macht Schaden. Ach, unter den Bäumen, du bist krass. Weiß ich nicht. Ah, deswegen sind ja auch die Fallen. Das macht Sinn. Gott, das gibt mir voll die Flashbacks, war das nicht... Finde irgendwo auf dem Weg Schutz. Pink, Abfahrt. Ich kann jetzt meinen Schokoriegel essen. Stimmt, ich auch. Geheilt. Mann, aber nur gefühlt 2%, aber ich kann mir mehr als essen. Alle essen, alle am Mampfen, Alter. Ah, man kann sich heilen am Lagerfeuer. Oh. Ah. Kannst du dich mal hinsetzen jetzt hier, Bro? Danke. Jo. Okay, Kitty, Kitka will nicht. Ja, die haben ja auch volle Energie irgendwie. Ben, die sind irgendwie Pros. Sollte nicht lieber auch reingehen? Irgendwie glaube ich, dass die wissen, was jetzt kommt. Team Blau. Ey. Oh mein Gott, das war knapp. Das war so knapp. Oha, Alter. Ich habe 17 HP. Das Lagerfeuer ist explodiert. Zum Glück bin ich genau richtig im Moment zurückgelaufen. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich rote Tapir. Ich habe einfach 80 HP verloren. Du sagst, Alter, du siehst auch richtig so, als ob du richtig einen gescheppert bekommen hast hier so. Ey, vor allem, du sagst noch so, sollten wir nicht das machen, was die machen? Die kennen sich doch bestimmt aus. Ja. Boom, ist das Ding explodiert. Es wird sehr spät. Ja, lass mal schlafen. Lass mal schlafen. Hast du mich gerade mit der Axt gehauen? Nein. Natürlich. Was noch? Lass mal schlafen bei dem Gewitter. Das ist sehr angenehm. Wir haben die Nacht überstanden und jetzt müssen wir einen Weg aus dem Wald finden. Let's go. Ich habe nur noch 14 HP. Ich sehe so irgendwo Äpfel oder so? Rot, Alter. Ja. Ich habe 84. Ich kann mich noch heilen mit dem Boden. Jetzt habe ich 86. Zwei heilen die nur, Alter. Das ist ja auch geizig. Ja. Jetzt sind wir plötzlich wieder... Das sieht wie ein Endgegnerkampf aus hier, ne? Ja. Das sieht aber... Hallo, sieht das wie ein Endgegnerkampf aus. Ey, man kann den Kristall anfassen. Hey, ich hab einen Kristall bekommen. Was? Kann ich den essen? Den kann man essen. Ernsthaft? Ja. Aber ich weiß nicht, was der bringt. Ich kann mehrere von denen sogar nehmen. Hang an! Jetzt habe ich 3. Ja, das sieht mir heftig nach dem Endgegnerkampf aus. Wir sind doch plötzlich wieder... Oh, hier ist so ein Feuerschwert. Hast du das auch? Ja. Das ist heftig, Alter. Oh, oh. Okay. Da ist er. Oh nein. Das Monster, ey. Alter, der ist übelst groß. War der schon immer so groß? Nee, vorhin war der gar nicht so groß. Der ist gewachsen, ne? Oh, das redet mich. Oh, wen haben wir hier? Okay. Das sind die Leute, die ich jetzt fett abschlachten werde. Let's go. Ihr werdet glücklich sein, euch hier aufzuhalten, wenn... Korruptgesellschaft? Was? Was zum Teufel ist die Korruptgesellschaft? Er will die Korruptgesellschaft gründen, Alter. Hä, was ist das? Gott, das Monster ist ein BWL-Student, Leute. Das kannst du nicht tun. Was soll das heißen, Korruptgesellschaft? So Chaos, oder wie? Es ist zu spät. Mein Plan hat bereits begonnen. Was? Ja, aber welcher Plan, Bro? Ich hab's nicht mal verstanden. Platz zu nehmen. Ich hab's nicht mal verstanden, was ist eine Korruptgesellschaft? Was soll das sein? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist... Oh, da war der vorhin. Stimmt. Okay, jetzt lädt sich das auf. Gelb, überladen. Alarm. Oh, oh. Maximum. Rot. Oh nein. Alter. Jetzt spawnen überall diese Minions. Oh Gott. Nein, die wird gleich... Elina, Rettet Elina. Der einzige Weg, alle wieder zu retten und die Welt wieder zu heilen, zu einer normalen Welt zu machen, dazu müssen wir den Typen besiegen. Mit Hilfe des Feuerschwerts. Was ist wir schaffen das. Also, da. Kann ich das nicht ausrüsten? Gib mir das Feuerschwert, Bro. Da, so. Ja, das Feuerschwert. Okay, zuerst beschwört er jetzt Minions. Die müssen besiege die Schergende. Okay, easy.
Wir sind nicht ohne, Alter. Ich bin auf 73 runter. Oh, ja. Erstmal ein Kristallmann. War es das? Oh ja, Hammer. Easy. Meine Schergen, sie sind useless. Sie sind nutzlos. Nice, Alter. Das kann ich bestätigen. Easy. Das gefetzt. Man kann ja mal den Kristall schneller essen, Alter. Der hat so einen krassen Cooldown. Man muss 10 Jahre warten, um ihn zu essen, Alter. Der will uns jetzt selbst angreifen. Damit habe ich nicht gerechnet, Alter. Ich war beschäftigt mit meinen Kristallen. Oh, pass auf. Easy, gar kein Problem. Der ist heftig, Ben. Ist der heftig? Also, er hat mich noch nicht getroffen, aber der Typ... Ja, der erste hat mich getroffen, weil ich voll konzentriert war. Ich verstehe. Die Lava steigt. Oh, du hast... Ja. Oh nein. Hab ich grad gesagt. Also, gerade gecheckt noch im letzten Moment. Okay. Hab's überlebt. Hast du keinen Schaden bekommen? Bisschen. Oh, guck mal, Luftballons. Oh, ja. Ich hab's im letzten Moment noch gecheckt, Alter. Ich gar nicht, ey. Okay, aber wie machen wir dem jetzt Schaden? Vielleicht kommt der gleich da weg. Die Ketten sehen schwach aus. Ah. Du musst die kaputt schlagen. Da leuchtet was. Hier muss man hin. Ah, es wäre schlau, wenn wir uns irgendwie aufteilen, oder nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen das kaputt machen, weil das leuchtet. Ja, ja, aber gleich wird es ja eine andere Kette sein. Oh mein Gott. Easy, die erste Kette haben wir geschafft. Nice. Drei Ketten bleiben noch. Ah, okay, wir müssen jetzt noch warten, bis er wieder seine Attacken macht. Boom. Ja, nice. Jetzt werden die Angriffe noch heftiger von dem Achsen. Ja. Müssen wir jetzt eigentlich nur noch eine weg? Alter. Ach, du meinst, weil die da nicht mehr hält? Ja. Das kann eigentlich sein. Eigentlich würde es Sinn machen, ja. Das stimmt, eine hält, ja, das ist logisch. Ja. Das ist eine neue Attacke von oben. Gott. Alter, das ist ein heftiger. Oh. Ah! Oh. Das war knapp. Der ist heftig. Oh, jetzt wieder Lava. Ah, es wackelt. Also Lava steigt immer noch gleich schnell, oder? Ja, glaub schon. Wobei, die steigt schon sehr schnell. Keine Ahnung. Okay. Oh, guck mal, die ist höher, weil ich stand ja davor bei der Runde noch auf dem, auf dem stand ich. Ja. Und das hat bei der Runde gereicht, aber jetzt nicht mehr. Okay, okay. So, ich glaube, wir haben den jetzt, no joking. Oder die gehen beide auf die andere Seite. Weil das kann ja nicht halten mit einer Kette. Welche ist es? Die andere safe, weil die... Ja. Safe, die wissen das so heftig, ne? Aber bis ich dort ankomme, haben die das doch eh schon kaputt gemacht. Ich brauch da eigentlich gar nicht hinlaufen. Okay. Hä? Nice, nice, nice. Wir haben ihn, Alter. Ciao, ich hab mich selbst gekillt. Tschö. Okay. Ja, als ob es das jetzt war. Der kommt doch... Ja, safe, wusste ich doch, Alter. Nein. Das ist doch ein Feuermond. Er implodiert, glaube ich. Oh nein. Oh. Jetzt dreht er sich wie ein Beyblade und explodiert oder so. Er wird jetzt zu einer ganz schönen Fee. Er ist jetzt erlöst. Grün? Warum grün? Warte mal, weil er jetzt die Welt wieder grün macht? Weiß nicht, was ist eigentlich mit Sarah jetzt? Das wollte ich auch gerade fragen. Wo ist Sarah eigentlich? Die chillt zu Hause vom Fernseher. Ah, meine Augen. Nice, die Welt ist geheilt. Okay, 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 okay. Aber was ist mit... Da ist Lina. Kriegt sie ihre Blumen wieder? Boom. Aber was ist mit Sarah? Wir haben es geschafft. Ja, komm mit. Naja, wir schon, aber Sarah jetzt eher nicht. Scheiße. Wir haben den Frieden wiederhergestellt. Da ist Sarah, Alter, die Alte. Hey. Sie hat überlebt. Wie hat sie überlebt, Alter? Hey, Sarah, ja, die haben ihr Leben gechillt. Oh mein. Oh mein. Ja, was oh mein? Was ist passiert? Erzähl. Sarah, wir haben das Monster besiegt. Ja, locker glaubt ihr uns jetzt einfach nicht mehr. Wo bist du gegangen? Ja, Ben, also Deutsch müssen wir an der Stelle auch nochmal üben. Es gibt viel zu erklären. Hä? Sarah, was ist das? Gibt's da zu erklären? Ich habe Angst. Gehen wir hinein und ich erzähle euch alles. Oh! Nee, da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Mama, holst du mich ab? Yay! Jawohl! Sieg, GG. Good Ending. Wir haben das gute Ende. Ja. Jawohl. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt den Like-Button. Bis morgen, euer Benson. Tschüss.